So, da sind wir wieder. Ah, Flu ist da. Hulk ist da, hallo. Hallo. Olika ist da. Sag mal, was ist denn jetzt hier eigentlich genau passiert? Wir sind jetzt schon wieder, ich weiß nicht, wie viele Wochen wir jetzt wahrscheinlich schon hier sind. Ich habe ein bisschen Zeit, den Überblick verloren. Ich war vor kurzem nämlich unterwegs, hier hat sich eine Menge getan. Was habt ihr denn jetzt so in der Zeit eigentlich getrieben? Ich habe euch lange nicht mehr gesehen. Macht's gut. Dankeschön. Danke. Flo, alles soweit in Ordnung bei dir? Bei mir läuft jetzt gerade der Stream aus, das heißt, ich muss jetzt runter. Welcher Stream? Wovon reden Sie? Ja, egal, ruhen Sie sich aus. Sie scheinen ein bisschen benommen zu sein. Alles in Ordnung. Legen Sie sich ruhig ein bisschen hin. Okay. Mensch. Egal. Was mit dem passiert? Na, egal. Also ihr beide, ihr habt euch auch irgendwie um Sachen gekümmert. Ist irgendwas passiert? Olk, wo warst du? Ja, also ich hatte in letzter Zeit, ich fand diesen Raum hier etwas unordentlich. Dann hat er den zwischendurch mal neu gemacht. Aber wie Sie sehen, hat der Herr hier hinten namens Flu noch ein paar Verbesserungen vorgenommen und... Okay, das heißt, wir können jetzt hier auch unser ganzes Trockenfleisch hier draufhängen. Ja. Okay. Können wir auch einlagern, ne? Hier ist schon eine Menge drin. Okay, hier gerade nicht so viel. Aber gut, das gefällt mir. Ich habe momentan noch 6 Trockenfleisch von diesen Zombies hier im Inventar, damit ich wenigstens ein bisschen was zu futtern habe. Hey! Wurde da geklaut? Eventuell, ich muss meine Vorräte aufnehmen. Okay. Nein. Wir müssen alle zusehen, dass wir irgendwie bei Kräften bleiben. Ja, Hollikam, was haben Sie so getrieben in letzter Zeit? Oder du? Darf ich auch du sagen? Ist es okay? Ja, auch du. Okay. Ja, klar. Ruhig duzen. Ja, Daniel Jackson. Bei mir? Ja, genau. Wir hatten das in mir schon. Ich lag die ganze Zeit im Bett. Ich hatte Stimmbruch. Ich konnte nicht reden und dementsprechend mir tat der Nacken weh und ich habe einfach 2 Tage lang. Aber inzwischen alles wieder soweit in Ordnung? Ja, jetzt ist alles traumhaft. Mein Stimmchen ist geölt und ich bin bereit, wieder mit anzupacken. Genau. Weil ich habe nämlich was vor und da könnte ich eure Hilfe ganz gut gebrauchen. Ich war neulich ein bisschen auf Erkundungsmission und habe mir mal diesen sogenannten Spawn, wie wir ihn ja nennen, nochmal angeschaut. Und ich bin da nicht weitergekommen. Es gibt da so eine Art Bibliothek und ich habe dort Einkerbungen gefunden. Das scheint, ich vermute, es könnte so eine Art Geheimgang sein. Ich weiß es nicht so richtig. Ich habe es allein nicht aufgekriegt. Und ich würde Sie oder euch einfach mal fragen, ob wir das uns einfach gemeinsam nochmal anschauen könnten. Auf jeden Fall, das klingt gut. Okay. Sollten wir auf jeden Fall nochmal nachbauen. Ich sehe gerade, wir haben auch hier unsere Wasserquellen. Es ist nachts, wir sollten vielleicht dann doch eher schlafen gehen vorher. Ja. Dann lasst uns erstmal ausruhen und dann können wir am Morgen in Ruhe aufbrechen. Das klingt gut. Sind die, also ich habe noch auf dem, ich nehme jetzt einfach mal das hier. Ich habe auf den Steinboden geschlafen, deswegen die Betten sind noch relativ neu. Aber schon weitaus bequemer die Nacht jetzt gewesen. Mensch. Oh, die ist mir ja noch gar nicht aufgefallen. Wir haben die Smeltery. Huch. Die Schmelzerei ist jetzt da. Da war aber wahrscheinlich Flu fleißig. Ja, wahrscheinlich einiges passiert zu sein. Ich hoffe, wenn er fertig sich ausgeruht hat, ich weiß gar nicht, wo er genau sich jetzt hier rumtreibt. Im Bett liegt er auf alle Fälle nicht. Vielleicht ist er auch schon wieder aufgebrochen und hat uns einfach hier gar nicht erst aufwecken wollen. Egal. Wir marschieren einfach mal los. Und dann geht's einfach mal, genau. Machen Sie zu? Machen wir hier einmal. Ja, ich mach zu. Okay, perfekt. So. Ups. Okay. Das ist normal. Das ist eine Sicherheitsvorkehrung, die wir eingerichtet haben, um halt gegen gewisse Zombies und andere Schädlinge halt einen kleinen Vorteil zu haben. Oh. Hier gibt's noch Fleisch, hier gibt's Federn und wir haben offenbar jede Menge neues Federvieh. Ja. Das hatten wir auf jeden Fall auch. Wir haben jetzt einen blauen, wir haben einen grünen. Und hier ist Weizen endlich gewachsen. Die Frage ist, darf man das jetzt einfach hier wegnehmen und nochmal neu pflanzen? Wenn es gewachsen ist, dann könnten wir es natürlich weiter anpflanzen, ne? Eigentlich, glaube ich. Ich traue mich gerade nicht so richtig. Ich weiß nicht, was hier... genau, ob der Herr Flu vielleicht damit was vorhatte. Ja, wir warten einfach, bis er wieder bei Sinn ist oder zumindest wach oder wieder hier. Ich weiß nicht, wo er steckt. Und dann werden wir einfach mal fragen. Lass uns auf alle Fälle erstmal zum Spawn gehen. Das ist erstmal wichtiger. Ja, genau. Ist es normal, dass der Chocobo da rumfliegt? Und da rumläuft? Steht er. Also ich weiß nicht, ob sie eventuell was an den Augen haben. Nee, das stimmt schon. Er dreht da seine Runden. Na gut, lassen wir ihn da mal. Okay. Sind Sie soweit? Dann, Olk. Okay. Ja. Dann bitte einmal nach vor, genau. Ich starte. 3, 2, 1. Holika, bitte. Nach dir. Sieht gut aus. Und los. Und Geronimo. So, sehr schön. Okay, hier ist die Bibliothek. Von der habe ich gesprochen. Also zumindest vermute ich mal, dass es mal eine war. Sieht zumindest genau nach einer aus.
Bücherregale sind hier drin. Es ist halt alles schon ziemlich heruntergekommen. Und hier ist diese Einkerbung gewesen. Hier an dieser Steinmauer, zwischen dem Bücherregal und der Steinmauer. Und wenn ich hier versuche, dran zu drücken, dann... Das tut sich nicht. Das ist... Wollen wir vielleicht das mal zusammen probieren, dass wir da irgendwie schauen, dass wir zu dritt da mal... Ja, einfach mal versuchen, von beiden Seiten so ein bisschen... Einfach mal gegendrücken. Mhm. Ja, Olika, ein bisschen weiter links. Ein bisschen weiter links. Nee, oder? Nee, da tut sich nicht. Aber sie sehen schon die Einkerbung. Also ich bin jetzt nicht ganz blöd. Nee, ich sehe die auch. Ich muss Entschuldigung, dass ich immer noch nicht so richtig das duze. Ich bin das einfach nicht gewohnt. Aber das kriegen wir schon noch hin. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich habe hier auch verschiedene Bücher gefunden. Ich weiß nicht, hier gibt es ein paar Basteltipps, habe ich gelesen. Art Attack. Dann gibt es hier über was Nekromanten. Also da habe ich schon mal festgestellt, irgendwie scheint hier wohl früher, ich weiß nicht, wie alt die Bücher sind, aber diese Gesellschaft, die hier mal war, die scheint sich wohl mit der Totenmagie beschäftigt zu haben. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das vielleicht irgendwie im Zusammenhang steht mit dem, was hier passiert ist. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Schauen Sie sich einfach mal rum. Drei Augen, vier Augen, fünf Augen, sechs Augen sehen da mehr, genau. Okay. Dann gucken wir mal. Papierflieger bauen für Anfänger. Oh, auch schön. Einfach mal alles ein bisschen abklappern. Hier oben stehen auch, keine Ahnung, was das genau ist. Irgendeine Art Monument, Statue. Ich weiß es wirklich nicht. Die Tribute von Wasteland. Aber das sind doch alles nur Geschichten. Hat denn eigentlich diese Tür irgendeine Bewandtnis? Welche Tür? Tür? Eine arkane Tür? Moment, ich schau mal zu Ihnen nach draußen. Ach, die dort? Tja, gute Frage. Können Sie die irgendwie öffnen? Öffnet sich vielleicht irgendwas? Da ist dieses komische Leuchtsymbol daneben. Ja, gar nichts. Da ist die Tür. Soll das sein? Boah. Tut sich nichts. Hier in der Bibliothek befinden sich ja auch immer mal wieder so verschiedene Sockel, auf denen kleinere Objekte zu schweben scheinen. Und daneben befinden sich auch diese Leuchtsignale oder diese kleinen Flammen. Und das sehe ich persönlich. Ja, ich sehe halt darin. Und ich sehe da eben einen Zusammenhang drin. Und wenn ich hier in den Bücherregalen immer was von Totenmagie lese. Mir hat man damals, als ich noch ein kleiner Bub war, immer erzählt, dass Totenmagie definitiv ein Tabu ist. Das war verboten, da wo ich herkomme zumindest. Ich dachte, das wäre überall so gewesen. Ja, ich kenn's auch so. So, und jetzt ist die Frage, wenn diese Gesellschaft, ich weiß leider nicht, wer hier mal gelebt hat, wenn die sich nicht daran gehalten haben sollten, vielleicht hat ja genau das Fehlverhalten da dafür gesorgt, dass hier alles irgendwie den Bach runtergegangen ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe da wirklich gar keine Ahnung. Sinn so. Machen würde es. Ja? Haben Sie was? Das wäre Tag. Ich dachte, es wäre Tag. Es ist ja auch, es ist, die Sonne scheint. Aber der sollte jetzt kein großes Problem darstellen, oder? Ja, gut. Nein, oh, haben Sie Beute erhalten? Ah. Ungewöhnlicher Schatz. Oh, sehr schön. Hier schwebt ein Busch. Herzlichen Glückwunsch. Ich hab's klirren hören, da waren Münzen drin. Da schwebt ein Busch. Ja, hier drin schwebt Holz. Auch auf so einem Sockel, ne? Alles klar. Leute, irgendwas ist hier drin und ich will das gerne hier untersuchen. Ich spüre das, ich hab das im Blut. Hier ist irgendwas. Sehen Sie vielleicht irgendwelche Art von Schaltern oder Hebel? Das hier. Hier ist doch eine Kiste. Ist das nicht. Das ist doch eine Kiste hier. Wo? Hier in der Ecke. Moment. Unter dem Spinnnetz, zwischendurch. Und? Sehen Sie das oder was ist das? Das ist doch das. Von der anderen Seite? Das ist doch kein normales Holz. Stimmt. Ach. Kommen Sie da irgendwie ran? Ich hab's geöffnet! Ich hab die Kiste geöffnet! Ein Holzbrustpanzer, ein Namensschild und ein Sattel! Und dazu auch Blätter und Farne! Das können wir brauchen. Ob wir die einfach nehmen dürfen? Naja, es ist.
Ich würde sie jetzt einfach mal nehmen. Nicht mehr brauchen, denke ich. Scheint ja keiner namentlich hinterlassen zu haben. Das stimmt wohl, das stimmt wohl. Ja, yeah, sie können sich auch mal anschauen. Ich will da vollkommen transparent mit ihnen umgehen. Ich möchte nichts verheimlichen. Ob wir aus den Blättern vielleicht Setzlinge erhalten könnten? Aber da sind wir schon einmal auf den Leim gegangen, ne? Also ich erinnere mich nur an die eine Aktion von Flu, wo er uns große Versprechungen gemacht hatte. Ja, schau du doch mal. Moment. Also ich bin sehr zufrieden, dass wir diesen Sattel haben. Damit können wir doch unser Federvieh reiten, oder? Ja, er passt. Chocobos heißen die, ne? Er passt. Moment. Schön. So. Und was macht er jetzt genau? Warum ist das... Es ist ja einfach nur Holz. Es ist schweres Holz. Es wäre eine anfängliche Rüstung. Ja, fühlt sich ein bisschen schwerer an. Scheint auch einigermaßen gut verarbeitet zu sein. Also wenn sie mögen, sie dürfen sich gern drum streiten. Sie können ja gern... Nehmen sie das ruhig. Nehmen sie ruhig. Okay. Wirklich. Aber was ist mit der Einkerbung? Da steckt auch noch was dahinter. Aber ich bin sehr zufrieden, dass wir jetzt offenbar hier tatsächlich noch einen Fund gemacht haben. Ich glaube, das war nicht der letzte. Ich denke auch nicht. Wir sollten vielleicht öfter hier zurückkommen. Ich sehe nur gerade, die Sonne neigt sich allmählich dem Horizont entgegen. Wollen wir vielleicht erstmal zurück in die Basis gehen? Ja, ja. Aber bitte lasst uns nochmal hierher zurückkommen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auch wegen der Tür. Wir im Auge behalten. Weil ich glaube, wenn wir hier öfter sind, wenn wir noch mehr Hinweise finden, vielleicht finden wir auch Eintragungen, vielleicht finden wir ja einfach, keine Ahnung, so eine Art Chronik, eine Historie in dem, ja gut, in der Bibliothek haben wir jetzt leider nichts gefunden dazu, aber hier gibt es ja noch ein paar mehr Gebäude. Ich weiß nicht, wie weit waren sie schon vom Spawn hier entfernt? Oh, nicht noch gar nicht weit. Okay, ich kann Ihnen nämlich noch was anderes zeigen. Holika, kommen Sie mal rüber. Hab sie verloren. Hier rüber, nach links. Und zu links. Links. Hallo, hier. Genau, kommen Sie mal her. Achtung, drehen Sie sich mal nach da oben. Oh! Haben Sie es schon entdeckt? Ja. Da müssen wir herauf. Ja, gucken Sie. Da müssen wir unbedingt hin. Das habe ich letztens nämlich auch mal gesehen und das ist mir vorher nie aufgefallen. Ich habe keine Ahnung, was genau das für eine Insel ist. Ich habe noch nie eine so schwebende Insel gesehen und so grün fluoreszierend. Ist Ihnen schon mal, ist euch schon mal sowas... Zu diesem Gebiet hier, das muss Leben sein. Meinen Sie, da gibt es noch mehr? Also wirklich Lebensform? Doch, mysteriös. Ja. Ist auf jeden Fall eine Entdeckung wert. Lasst uns erstmal wieder in die Basis zurückkehren. Wenn wir Flu sehen, geben wir ihm Bescheid, was wir hier alles gefunden haben und dass es diese Insel da gibt. Aber wir merken schon, wir haben noch genügend zu tun. Auf jeden Fall. Also ich bin echt dankbar, wenn für uns Vorräte gesammelt werden und alles. Aber ich bin sehr daran interessiert, auch herauszufinden, was hier genau passiert ist. Klar, wir müssen letzten Endes die Energiequelle finden, die für das Ganze offenbar verantwortlich ist. Aber ich sage Ihnen eins. Da kommen wir nur hin, wenn wir überhaupt erstmal verstehen, was genau vorgefallen ist und wer vielleicht... Genau, ne? Ja. Das gehört alles mit dazu. Das ist ein großes Puzzle. Und das sollten wir zusammensetzen. Ich hoffe, Sie sind da mit mir einer Meinung. Auf jeden Fall. Das sollten wir tun. Da, vor allen Dingen sieht man oben auf der Insel eine kleine Struktur, finde ich. So eine Art Turm. Also, das sieht eher aus wie so eine Art Baum. Ja gut, das könnte auch ein Baum sein. Okay, wir schauen uns das einfach mal in Ruhe an. Aber jetzt, ich sehe schon, die Sonne geht unter. Schnell. Ich gehe zuerst vor... Ja. Ah, da sind sie schon, Olk. Du bist schon da. Ich gewöhne mich noch dran. Wo ist denn Hanika? Ach, hier. Ja, hier. Hi. Ich schon hier. So, na dann. Ich hoffe, unser geflügelter Freund kann dort allein bleiben. Kriegen wir ihn nicht irgendwie bei uns rein? Er sieht aus, als ob er Probleme kriegen würde nachts. Ich könnte den Sattel mal verwenden. Ich probiere das mal aus. Ich weiß nicht, ob das geht. Nö. Irgendwie mag er mich nicht. Ich die nicht erst. Au! Nein, der mag mich nicht. Ist okay. Können wir ihn schieben? Erstmal doch lieber in Ruhe lassen. Ja, lass. Oh, weia. Lass uns schnell reingehen hier. So. Perfekt. Machen wir hier wieder zu. Genau. Ja, dann würde ich sagen, wir legen uns erstmal wieder in Ruhe hin. Ja, das war auf jeden Fall ein langer Tag. Drüber schlafen, ne? Ich bin so, so erleichtert, dass wir was gefunden haben. Ich kann euch nicht sagen, wie dankbar ich euch bin. Ohne Witz. Weil es ist so mühselig, durch diese Wildnis, Wildnis ist zu viel gesagt, durch dieses Ödland zu laufen und nichts zu finden. Und Holika ist schon eingepennt. Unfassbar. Das ist ja unfassbar, dieser Mensch. Komm, Olk, wir legen uns jetzt auch schlafen, das haben wir uns verdient. Ja. Und dann sehen wir uns am nächsten Morgen wieder und dann
planen wir mal, was wir noch so machen. Gute Nacht. Thank you.